Herzlich willkommen zu Cards Against Humanity. Liebe Zuschauer, wahrscheinlich versteht ihr es nicht. Ja, kann das da ab. Was viel Vertrauen in dein Publikum. Ihr braucht ja Englisch dafür. Ihr braucht Englisch. Ne? Ja, Cards Against Humanity. Karten gegen die Menschlichkeit. Es gibt schwarze Karten und es gibt weiße Karten. Und die schwarzen Karten, naja, ach, ihr seht's ja gleich. Ist ja cool. Ja, die schon gieten auf die Karten, weißt du? Ja. So, wer teilt kommt auf? An. Auf geht's. Auf geht's. Der Reacher ist, also genau, also erstmal ist der Hungerhaken ist da. Hallo, Hungerhaken. Hi. Soulman ist da. Achso, da bin ich. Wir können auch Picke sagen. Die DGM AK Darius. Hallihallo. Der Reacher. Moin, moin. Und The Morton. Moin. Und meine einer Wenigkeit. Ja. What did you bring for show and tell? Wollen wir halt nicht eine andere schwarze Karte für den Einstieg nehmen, weil die ist, glaube ich, ein bisschen behindert. Oh. So, weg damit. Direkt voll den schwarzen die Anarchie, Peter zugeschoben. Ja. So, was steht hier Schönes? Achso. Mann, das ist immer dieselbe Karte. Scheiße, die scheiß Karte weg. Seid ihr behindert, oder? Ja, sind wir. Jetzt dem Stapel hinzugefügt, Alter. Du Horst. Entweder ich bin der Kartkasser oder du fickst dich jetzt mal. Kann ich auch beides machen? Let the magic happen. So. Awesome in theory, kind of a mess in practice. Oh, da habe ich eine gute Karte. So, und jetzt kannst du nämlich mit der rechten Maustaste kannst du nämlich Shuffle. Ich stehe raus. Shuffle und du kannst aber auch Draw machen einfach. Moment. Oh, hups, scheiße. Oh, Game. Junge, bist du eigentlich dumm? Halt deine verfickte Hand da weg! Ups! Also dir sollte man nicht drücken. Nee, man kann die aber auch alle irgendwie gleichzeitig so drehen. Ja, Moment. Ich glaube, die andere Implementierung war etwas nutzerfreundlicher, nenne ich das mal. Ja. Könnt ihr bitte einfach mal eure dreckigen Griffe lassen? Ja, echt mal. Ohne Flachs, ey. Wir haben noch nicht angefangen, aber jetzt schon Schmeckes. Ja, so. Also oh, jetzt mach doch Dinge. Mach doch Dinge. Ja, dann machen wir es jetzt von der Hand. Ja, mein Gott, ey. Ja. So. Awesome theory, kind of a mess in practice. The imagination of Peter Jackson. Achso, ja. Ja, liest ruhig ja, vor. Du liest vor. Ich glaube, das kann dann auch der Kartkasar machen, ne? Ja, ja. So, the imagination of Peter Jackson. Scrooge McDuck's scientifically accurate corkscrew fantasy. Oh, hot contender, auf jeden Fall. Exciting content. Mm. Depping on a goddamn freaking Lego. Ja, ja. Giving a Teufel a Headshot for Science. Oh, auch ein heißer Kandidat. Ah, man darf immer nur einen Punkt an den Gewinner geben, ne? Ja. Ja. Wie schreiben wir die Punkte eigentlich auf? Und warum habe ich 35 Punkte? Wir ritzen es auf den Tisch rauf so einfach. Oder? Ach nee, das ist mein Ping. Wir können also man hat oben ein Notebook, da kann man reinschreiben. Ja, ich hau dir gleich mein Notebook über den Kopf. Aber es müsste doch auch irgendwie eine Möglichkeit geben, vom Spiel aus irgendwie den Spielern eine Notiz zuzuweisen. Also es gibt sowas wie ein Notebook. Ja, da kannst du mal selber noch reinschreiben. Wir machen einfach so Strichlisten hier so auf dem Tisch. Ja, ne? Ja. Ernsthaft? Mit dem Pinsel. Ja, du hast doch hier so einen Kreidestift oder was auch immer. Aber wobei, es gibt auch, gibt's nicht noch irgendwo, nee. Ach doch, hier Text, guck mal hier. Ja, ist doch. Ja, aber dann, gucken hier in der Regel Minderjährige zu. So, ja, das ist doch. Ist doch so. Super. Ja, Minderjährige gucken auch häufiger. Der Delfin gewinnt. Ja! Giving a handjob. Nee, giving a double handjob for science is awesome in theory, kind of a mess in practice. Ja. Damit habe ich dann Moment. Punkte. Genau, das ist eine gute Idee. Punkte, das kriegt ja jeder neue Karte, ne? Ja. Ja. What does Dick does Cheney prefer? Wenn jetzt jemand AIDS Monkeys hat, hat er gewonnen. Ja. Haben wir schon Karte gekriegt jetzt? AIDS Monkeys gewinnt immer. Ihr müsst euch selber Karten ziehen. Ach, stimmt. Ja. Finger weg, sonst klatsches! So, und jetzt sind sechs Karten. Rechtsklick und dann so. Achso.
Nee, wie sind das, wieso sind das sechs Karten? Sechs Karten sind es. Warum sind das sechs Karten? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wer, warum sind es sechs Karten eigentlich? Und wer dann müssten ey, eigentlich oh, nur... Weil wir sechs Leute sind, habt ihr einen Gegenstand? Hast du jetzt eine Karte da reingelegt, Martin? Ach so, ja, stimmt, ja. Ja gut, dass niemand gesehen hat. Seid ihr eigentlich alle... Ja, den nehme ich an. Zu nix zu gebrauchen. Du hast die Karten doch schon gemischt. Ja. Warte. Garn! Das ist meine. Das hat jetzt niemand gesehen. So. So. Also, what does Dick Cheney prefer? Taking 2d6 emotional damage? Okay. Shitting dick nipples. Was? Wir hatten heute schon so viel Nippel. Getting bitten by a radioactive spider and then battling leukemia. Und the beautiful sport of Turkish oil wrestling. Aber wie, wer bestimmt den jetzt? Den nehme ich. Ja, yeah, schon wieder ein Punkt. Oh, dann nehme ich den nicht. wie viele Punkte? Der, ja. Picke wie viel? Der Card-Casa bestimmt, welche Karte die beste okay, ist. Gut. Und der rotiert immer abwechselnd weiter rum. Alright, der nächste. Ich der bin Schmuck Kartkasa. Ist dran. Ja. Ich muss mal eine Karte noch ziehen. Naja, genau, ich muss auch noch eine Karte ziehen. Immer 7 braucht man, ne? Ja. Ja. Mhm. Ah ja. Oh. So. Und jetzt muss ich noch mal hier nochmal eine schwarze Karte ziehen. Achso, soll ich die nochmal mischen? Nee, brauche ich ja nicht, ne? Nee. Ach, das ist eine 2, eine Pick-2-Karte. Wie machen wir das denn? Okay. Ja, dann hä? Pickt man 2. Und am ja, Ende genau. Ziehen wir 2. Dann legt jeder einen eigenen Stapel und dann wird. Ja, okay. Zwei, ja. Ich guck dann einfach weg. Also ich sehe dann einfach nicht, was ihr gelegt habt. Da müsst ihr mir halt vertrauen. Hier ist ja. Es halt nochmal ein bisschen mehr mit. Das hat halt mehr Charme. Ja. Ja. Haare. Darius, willst du mal diesen Urinrest von deinem Teil des. Erinnert er dich zu sehr an Urin? Dann mach ich nochmal. Oh, ey, ich Darius bisschen, musste wieder umurinieren, ey. Mach ich hier noch, guck mal, so, das läuft doch so ein bisschen so. Was ist denn für Tier? What the fuck ist das? Ja. Ja, wer hat denn jetzt, hat irgendwer noch nicht gelegt? Was macht die da? Ein schöner Schmetterling. So, habt ihr alle gelegt jetzt? Ja, es haben alle gelegt. So, dann muss ich aber trotzdem jetzt eher gucken, wie ich die. Habt nee, ihr wir können die doch jetzt einfach alle umdrehen, oder? Ja, komm. Ja. Ja, ganz ehrlich, lass doch jetzt hier nicht so einen riesen Aufriss darum machen. Wir gucken, was das Beste ist und dann. Drehen wir am besten nur die erste um für den ersten Lückentext, oder? Damit jeder weiß. Nee, der Steigerungseffekt ist ja wichtig. Forget everything you know about Hodor, because now... Xena, the warrior princess, okay? Ja. Forget everything you know about stepping on a goddamn freaking Lego, because now we've supercharged with stuffing balls into a Sega Genesis and pressing the power button. Okay. Forget everything you know about the Star Wars universe... Because we supercharged it with separate drinking fountains for dark elves. Ja, nee. Nee. Ist jetzt schon raus. Forget everything you know about futuristic death sports, because now we supercharged endless ninjas. Oh ja, der ist sehr gut. Und jetzt muss ich nochmal zu Mike rüber hier. Forget everything you know about stealing your own shit, because now we supercharge with player tears. Oh. Das ist schwierig. Also ich finde, Xena finde ich gut, aber ich kenne Hodor nicht. Was ist What? Hodor? Alter, du was? Bist ein Herr der Ringe, du Fotte. Ach, Hodor. Was? Was? Fotte? 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 Fotte?